Willkommen zurück bei Super Mario 64 Star Revenge 2 Act 1 To the Moon, ein Hack von Bro Dude, dem Nachfolger oder einem der Nachfolger von Super Mario 64 Star Revenge in der Redone-Version, ein Hack von Bro Dude. Ja, weil ich es beim letzten Mal vergessen habe, musste ich die Begrüßung jetzt noch länger machen, es tut mir leid. Wir sind auf der Suche nach einem Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika zu kommen. Nur von welcher Seite? Von der bösen Seite, von der Chemiefabrikseite oder von hier? Das wird sich noch klären. Ich würde ganz gerne auf jeden Fall erstmal in die Richtung der Mauer rennen. Die haben wir zum Beispiel hier. Wollen wir mal gucken. Gucken wir mal. So, okay. Ist nur die Frage, in was für einer Richtung fangen wir an zu suchen. Es kann jetzt also ein bisschen zäh werden hier. Bisschen zäh war, wisch und weg hier. So, okay. Ich habe jetzt mal die Lakito-Übersicht drin. Ich muss mir das definitiv ein bisschen mehr angewöhnen zu switchen. Zwischenrein. Ich hoffe, das ist kein Problem. Und wir, jo. Wollen wir mal. Wie gehen wir das jetzt an? Wo war ich beim letzten Mal gewesen? Das sah eigentlich recht vielversprechend aus. Das war die Stelle, wo ich in Nürnberg nur noch gemacht habe. War das nicht hier hinten irgendwo? Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Probieren muss ich's. Irgendwas wird mir schon einfallen. Und wenn nicht, dann werden halt Komplettlösungen oder andere Videos, besser gesagt, bemüht. Da kenn ich seit Green Stars gar nichts mehr. Aber erstmal selber gucken, wie man so... Ah, ich glaube, hier war es, ne? Genau, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Na bitte. Nur 2 Minuten verplempert. Gott sei Dank. Also ich... Was heißt nur 2 Minuten verplempert? Noch weiß ich ja nicht, ob das hier überhaupt der richtige Weg ist, aber es sah auf jeden Fall vielversprechend aus, sich hier lang zu kämpfen. Und das wollen wir jetzt doch einfach nochmal probieren. So. Okay. Oh, hör doch mal auf, mir den Arsch noch verbrennen zu wollen. Das ist doch nicht der Afterburner hier. Wir spielen doch Super Mario, nicht Afterburner. Also hör auf, mir den Hintern zu verbrennen. So, okay. Na, da ist nur die Röhre. Was haben wir denn da hinten? Das sieht nach Wandsprung aus. Waren wir hier nicht sogar schon mal, wo wir das Level neu betreten haben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wandsprung. Okay, dann bleiben wir mal in der Lakito-Übersicht. Die scheint ja dann da wohl doch hilfreicher zu sein. Buh, Gott sei Dank. Und wir haben es sogar beim zweiten Versuch schon hochgehalalalat. Ne? Hochgehalalalat. Halalalala. Okay, gut. Ja. Da kann sein, dass ich hier schon mal... Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kant. Okay. Hier ist ein weiteres... Ja, vielleicht deshalb wegen diesem... Da oben war doch der Bumper und der hat mich doch dann darüber... Deswegen kommt mir das hier so bekannt vor. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier per se waren. Ich glaube nicht. Aber zumindest hier in der Nähe. Aber hier unten scheint ja noch was zu sein. Da ist noch ein Notenblock. Sollen wir da mal hinspringen? Was haben wir denn da noch? Ist da irgendwo noch ein Vorsprung oder so? Dass wir da gut hinkommen, weil wir direkt auf die Brücke springen können. Eher von hier dann. Ja, von da können wir auf die Brücke. Dann gucken wir doch mal. Und... Au! Oh, was haben wir denn hier? Oh, das sieht doch nach einem Weg durch die Mauer aus. Das testen wir mal. Das sieht doch nach einem Weg durch die Mauer aus. Was? Text. Diesmal Schilder lesen. Ich habe viel zu wenig Schilder bisher gelesen. Ich glaube... Was? Wieso haben die sich... Was? Babuschka-Trick? Was zur Hölle? Hat den schon Hans-Stern, so egal. Ja. Siehst du hier diese fliegenden Sterne da hier sozusagen? Benutze sie, um auf die andere Seite zu bekommen und sammle die roten Münzen ein. Jo, die habe ich ja ganz vergessen. Halte den A-Knopf, um langsamer zu fallen. Genauso, wie du es mit der Flügelkappe tun kannst. Außerdem kannst du die Türme nicht betreten. Egal, wie sehr du es versuchst. Yes, a stack of fly guys. Also,
Okay. Like over 30 auf der. Ach, deswegen haben die sich eben so aufgesplittet, oder was? Und muss ich jetzt von Fly Guy zu Fly Guy fliegen? Oder muss ich das jetzt irgendwie. Muss ich mir jetzt hier einen schnappen und dann versuchen, sechs rote Münzen zu sammeln und dann noch da drüben zu landen? Wie soll ich das denn machen? Das klingt brutal. Aber probieren wir es. Geben wir der Sache mal eine Chance. Juhu! Oh Gott, das sind richtig viele. Tatsächlich. Uah. Oh. So, wie war das? A drücken, um langsamer zu fallen, zu sinken, wie auch immer. Ja, oh, okay. Sagen wir zumindest mal die ein. Make America great again, aber Trump. Sagen wir zumindest mal die eine ein. So. Die eine haben wir. Und, so, hier sind wieder die Flieger. Oh Gott. Oh Gott! Oh, say, can you see? La la la, ha, ha. Oh, ich glaube, ich komme nicht mehr dahin. Doch, ich komme dahin. Das reicht. Gut, drei haben wir. Drei fehlen noch. Boah. What the frick? Soll ich hier safe staten oder nicht? Ich habe ehrlich gesagt. Alter. Wieso? Ich habe Angst, hier zu safe staten. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Nein! Scheiße, die haben mich abgelenkt. Mist! Oh. Okay, also nochmal von vorne. Sorry. Sorry, Link. I can't give credit. Oh, das gibt's nicht. Wieso habe ich denn den jetzt nicht gekriegt? Komm, ein roter Mercedes-Stern wenigstens für mich. Dass wir hier gut rüberkommen. Dann haben wir zwei auf einmal und dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal hier Safe State. Oh, jemine, ich glaube, das wird brutal. Aber ich hatte auch nicht erwartet, dass das eine Mission ist, die schnell geht. Aber dass mich so. Au. Oh, das ist eine fiese Mission. Also, die ist ein Garant für jede Menge Safe States. 100 Pro. Uff. Oh, jemine. Vielleicht habe ich mich jetzt doch versafestatet schon. Oder ich muss erstmal eine Reihe von denen außer Gefecht setzen. So. Dass ich hier erstmal. Ja. Hast du nicht von 30 geredet? Du hast nichts von 100 gesagt. Oh, nein! Himmel! Ich glaube, meinen Drei-Sterne-Schnitt bin ich definitiv los. Und der kommt auch nicht wieder. Oh Gott. Oh Gott. Immerhin haben wir jetzt schon vier Münzen. Soll ich diese Kurve. Nein, aber ich kann den hier noch einsammeln. Hoffentlich, 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 hoffentlich. Fünf. Wir brauchen nur noch eine. Oh. Was zu. Bro, Dude, du bist ja völlig wahnsinnig geworden. Müssen mich gleich alle Sterne von der amerikanischen Flagge angreifen? Das ist so richtig patriotische Mission gerade. Trump würde es freuen. Obwohl Trump ja eigentlich aus der Pfalz kommt. Aus der Pfalz kam noch nie was gut. Sechs? Hatte ich fünf eingesammelt? Okay, ich dachte, ich hatte nur vier. Ach nee, stimmt, es waren fünf, es waren fünf, es waren fünf, es waren fünf. Stimmt, ja. Der Kurzzeitgedächtnis, ne? Boah, wir haben es geschafft. Und es war nicht mal so ein arges Safe State Festival, aber das ist was. Boah. Nicht so schön. Weil der Weg dahin auch relativ lang ist, wenn du da einmal versaust. Oh, jemine. Gut. Was wollen wir machen? Wollen wir rote Münzen sammeln nochmal? Ich will das mit dem. Ich habe doch noch eine Rechnung offen mit diesem Notenblock. Also, das ist etwas, was ich jetzt auch nicht so stehen lassen kann. Es ist beim. War das Part 8? Das war Part 8, ne? Es war Part 8. Da, wurde mir mehr oder weniger vorgeworfen, ich hätte den Nutzen des Notenblocks nicht erkannt. In dem Sinne. Ist nur teilweise richtig. Tatsächlich habe ich es ja versucht, mit dem Notenblock auf diese Wolke draufzukommen. Es hat nur nicht funktioniert und dann dachte ich, okay, vielleicht musste irgendwie doch mit der Flügelkappe oder so, weil ich nicht nach vorne kam. Wahrscheinlich muss ich es aber tatsächlich einfach nochmal probieren.
konnte ich aber nicht so stehen lassen, weil, glaube ich, gleich zwei Kommentare kamen mit, ja, Roger, hier, wozu könnte der Notenblock wohl gut sein? Du hast es ja gar nicht probiert, so nach dem Motto. Probiert habe ich es schon, aber eben nur einmal. Also probieren wir es nochmal. Okay. Weil ganz so dumm bin ich auch nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Das war mir natürlich auch klar. Ich bin ziemlich oft verpeilt in meinen Let's Plays. Das ist vollkommen klar, aber keine Sorge. Bisschen was kann ich mir schon denken. Ach ja. Gut. 5 haben wir schon. Ist halt die Frage. Da oben auf dieser einen Wolke, auf dieser besagten, ist halt nur eine. Und danach habe ich auch keine weitere gesehen. Kann natürlich trotzdem immer noch sein, dass wir die Vanish Cap brauchen und die 8. irgendwo drin ist. Wo wir vielleicht nur mit der Vanish Cap hinkommen und das jetzt schon wieder vollkommen umsonst ist, was ich jetzt hier mache. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir mal rausfinden. Jetzt haben wir erstmal eine Rechnung offen. So. Also probieren wir es nochmal. Wie war das? Also A gedrückt halten, hast du gesagt. Und das war... Ich habe es sogar geschafft. A gedrückt halten. Und tatsächlich, das sind 2. Es sind tatsächlich 2. Jetzt habe ich nur noch unten irgendwo eine vergessen. Ich weiß gerade nicht wo. Scheiße. Eine Reise voller Scheiße. Gut. Ups, das habe ich gewusst. Ich habe gewusst, dass ich drüber laufen würde. Ich habe es gewusst. Hier. Juhu. Scheiße. Okay, mit Sprungtritt reicht's nicht. Probieren wir es nochmal. Boah. Ich glaube, da muss ich nochmal einen Weitsprung machen. Kann das sein? Das wird aber verdammt schwer. Dafür reicht doch der Platz gar nicht. Oh je. Das hätte reichen können. Wir haben es geschafft. Nicht zu fassen. Okay. Ich weiß halt natürlich echt nicht, ob das jetzt so gedacht war, aber wenigstens haben wir es so hinbekommen. Aber was, das ist eine üble Sprung. Das ist eine sehr, sehr üble Sprungpassage. Passage, das Wort hat mir gefehlt. Halt. Habe ich da... Nee, das ist denn nur Lavabläschen da hinten. Wo könnte ich noch eine rote Münze vergessen haben? Hatte ich nicht beim letzten Mal 6 Stück? Das heißt, wir müssten sie eigentlich alle gehabt haben. Also, bis auf die hier oben auf den Wolken beim letzten Mal. Okay. Ja, dann suchen wir nochmal hier unten. Und wehe, ich hätte jetzt oben bleiben müssen. Sammeln wir den 2. Stern. Probieren wir es. Also, ja, sammeln wir den 2. Stern. Also, wäre das nix. Das ist ja auch nix. Das ist doch nix hier. Das ist doch langweilig. Viel zu leicht alles. Gerade diese Sprungpassage von eben. Viel zu leicht. Hier, da war sie. Okay. Muss zurückrennen. Ich tue mich immer schwer damit, sowas zu deuten, aber in dem Fall ausnahmsweise mal bin ich mal in die richtige Richtung gelaufen. Schön, unser 2. Stern für heute. Dann haben wir ja noch Zeit. We are number one. Ist das nicht der 80 Coins da? Immer noch keine Eiscreme für mich. Ich bekomme meine Eiscreme noch, Bro Dude. Ich sag's dir. Hier, das wirst du noch erleben. Ich bekomme meine Eiscreme. Jetzt bin ich natürlich gespannt. So, wenn ich jetzt hier schon den 8 Münzenstern bekomme, ohne irgendwie eine Kappe zu benutzen, warum sollte es mir auf der ersten Oberwelt nicht auch gelingen? Wenn ich es auf der zweiten Oberwelt geschafft habe? Vielleicht sollten wir das mit den 8 roten Münzen, das haben wir ja nur abgebrochen.
weil ich irgendwie von 6 roten Münzen ausgegangen bin und dann bei der 6. nichts passiert ist und da war ich dann irgendwie doch dämlich und hab mir nicht gedacht, dann sind es vielleicht 8, sondern stattdessen habe ich mir gedacht, nee, dann funktioniert das irgendwie nicht, was irgendwie total abwegig war, aber egal. Ja, man kann mal einen schlechten Tag haben. Oder man ist Weehawk. Dann ist schlechter Tag Standard. Nein, Quatsch. So, okay. Hurra! Geh mal hier rüber. Ich freue mich, dass wir meinen Zombie-Fly-Guy Yoshi wieder haben. Den mochte ich wirklich sehr. Den mag ich noch mehr als Thüringer Klöße. Den hatten wir nicht in der Ecke, oder? Ich bin auch froh, dass die roten Münzen wieder da sind. Das eine Mal waren sie ja weg. Jetzt sind sie wieder da. Und, finally back to kick some tail. Und ihre Kokosnusspistole kann in einem Strahl schießen. Und wenn wenn sie dich erschießt, tut es weh. Ja. Was? Das war nicht irgendwie ein Rap oder so? Mit irgendwelchen komischen, verlausten Affen? Ich weiß nicht, was das gerade war. Das ist mir so spontan, als wäre das gerade eingefallen. Ich bin ja ein Reimemonster. Oh Gott, nicht Reimemonster jetzt. Jetzt erinnert mich an Afrop und Ferris MC. Jetzt habe ich wieder ein Déjà-vu. Hatte ich davon nicht schon mal in irgendeinem Mario 64 Hack geredet? Ich glaube, da habe ich auch irgendwie Reimemonster gesagt und auf einmal Afrop und Ferris MC. Irgendwie kam mir das gerade. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, als hätte ich da irgendwo irgendwann schon mal drüber geredet. Aber das werdet ihr besser wissen als ich. Seit ich wieder angefangen habe, habe ich hier irgendwie nochmal 1000 Videos oder so aufgenommen gefühlt. Oh, seit wann haben wir denn da Leuchtreklame? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir noch echt noch nicht aufgefallen. Und guck mal, zum einen... Au, das ist gar keine Plattform. Lex wins. So, 7 Münzen. 7 Münzen sind immer doof. Ich mag 7 Münzen nicht. Das ist also keine Plattform, sehe ich das richtig? Eine keine Plattform, dabei sah es erst so aus, als könnte ich dazwischen landen und dann könnte ich irgendwie da hoch und jetzt kann ich aber irgendwie nicht da hoch und das macht mich irgendwie traurig und wenn ich traurig bin, dann fange ich an zu weinen und wenn ich anfange zu weinen, dann kriegt ihr wieder ein schlechtes Gewissen und dann sagt ihr, Mensch, Weehawk, benutzt doch Safe States, du hast unseren Segen. Entschuldigt. Ne? Oh, ich krieg ein Leben. Get alive. So. Eins von Mario 7 Koopa Hotels. Oh, da ist ein Quiz drin. Aber ehrlich gesagt will ich das noch nicht. Ich weiß jetzt, dass da ein Quiz drin ist. Wir gehen da nochmal hin. Auf jeden Fall. Aber ich will jetzt erstmal, bevor ich jetzt wieder was vollkommen anderes mache, will ich erstmal die letzte Münze. Weil jetzt haben wir sie wirklich fast alle. Also. Waren wir schon im See? Im See? War da vielleicht irgendwie was? Jetzt fahren wir über den See. Jetzt fahren wir übern. Ja, wusste ich doch, da ist sie. Juhu! Ah, schön. Kriegen wir doch noch unseren dritten Stern heute. Habe ich den 3-Sterne-Schnitt doch noch gesichert. Ah, wie schön. Wie schön. Isn't it beautiful? Ach ja. Und ich kann sogar direkt hinschwimmen. Er ist sogar in unmittelbarer Nähe. Das ist praktisch. Und vielleicht können wir uns dann doch noch kurz das Quiz anschauen, oder? Und, insert a meme here. You wanna save? No. Okay. This hack is gonna be so outdated one day. It's gonna be great. Can't wait for... 2030 when that happens? Hm? 2020 is boring. Das stimmt. Ja. Gut Ding will Weile haben. Ich meine, wir warten immer noch sehnsüchtig auf Halo 3? Half-Life 3. Halo 3 ist schon... Es ist alles Halo. So, gehen wir mal in ein Quiz rein. Gucken mal, was wir da haben. Ist Toadie der Quiz? Es ist immer... Toadie ist immer der Quizmaster, weißt du? Nutshack. Nummer. Cooking by the book. Oh, nicht cooking by the book. Oh, nicht, als ob We Are Number One nicht ausgereicht hätte. Es kommt hier schon gleich der nächste Lazy Town Meme.
Okay. Alles klar. Aber welche Kategorie wir wählen werden und was es mit diesem verruchten Quiz auf sich hat, das, Leute, erfahrt ihr erst im nächsten Part von Super Mario 64 Star Revenge 2 Act 1 to the Moon, ein Hack von Bro Dude. Euer Weehawk.